Zum ersten Mal ist meine ganze Familie ins Theater gekommen, um ein Konzert zu sehen. Es ist ein Familienkonzert, bei dem Erwachsene und Kinder gemeinsam zuschauen. Der Chef der Firma meines Vaters hat uns Tickets gegeben. Er sagte, er will, dass mein Vater das kulturelle Leben mit der Familie zu genießen. Lieber Herr Freischlatt, danke für die Tickets. Wir werden das Konzert genießen. Danke noch einmal. Die Glocke sagt uns, dass die Aufführung bald beginnen wird. Meine kleine Schwester ist noch nicht 2 Jahre alt. Also hat meine Mutter einen Lutscher für sie vorbereitet. Ivy lutschte einen Lolli und blieb 30 Minuten lang brav. Aber sobald sie mit dem Lutschen vom Lolli fertig war, wurde sie sofort rausgeschickt. Das Konzert ist vorbei. Es war nicht einfach, sich die Aufführung 1 Stunde lang anzusehen. Aber der Mann, der die Geschichte liest, ist so lustig, dass ich viel gelacht habe. Jetzt muss ich meinen Vater und meine Schwester finden, die nach draußen gegangen sind. Wo bist du, Ivy? Ah, hier warst du. Ist so süß. Die Umgebung ist toll. Mein Papa ist auch cool. Es gibt ein lustiges Instrument, das eine Glocke spielt, wenn man auf ein quadratisches Plättchen tritt. Irgendwie kommt die Reihe nicht nach vorne. Ivin, komm du jetzt auch? Der andere Junge macht weiter und Ivin wird wütend und geht. Sie ist süß, auch wenn sie wütend ist. Ivin sieht nach, ob Mama ihr folgt. Sie nimmt sich einen Moment Zeit, um ihre Aufregung zu überwinden. Zweiter Versuch. Irgendwie bekommt Ivin keine Chance. Aber sie wartet geduldig ab. Des Wartens müde, begann sie mit den Steinen zu spielen. So begann Ivins Steinspiel.
Obwohl sie keine Glocke spielen konnte, spielte Edin stattdessen mit Steinen. Und dann hat sie den Tag beendet mit ihren Lieblingspommes Frites und Chicken Nuggets in Soße. Danke. Danke. Oh, 떨어지면 안 돼. 조심, 조심. 앞에 잘 보고. 어, 뒤로 갈 거야. 많이 잘한다. 아.